Abwracken ist für Sie ein Schimpfwort. Rußfilter? Reine Spaßbremsen. Und der Trend zum sparsamen Auto? Lächerlich. Ökologisch unvernünftiger geht es kaum. Während der Normalbürger bei jedem Tanken auf die Nachkommastelle achtet, pflegen Sie liebevoll Ihre monströsen Spritfresse. Zwölf Tonnen sind verdammt durstig. Deshalb ist Frank Sobolewski längst Stammgast an der Tankstelle, denn sein fettes Auto ist sein liebstes Hobby. Wenn der Tank voll ist, fährt Sobolewski alias Sobo zum Training mit 360 PS unterm Hintern. Über den Geländeparcours heizt er mit seinen Teamkollegen vom Tatra Club Seehausen. Sie alle sind den legendären LKWs verfallen. Sobo hat seinen vor 7 Jahren gekauft, sofort nach der Probefahrt. Den Spaßfaktor, da gibt es nicht so viele Fahrzeuge, mit denen man das so haben kann wie mit dem Tatra. Die Gelände-LKWs schaffen jede Steigung, naja fast jede. Ihr Geheimnis, jedes Rad ist einzeln aufgehängt. Achsbruch gibt's nicht. Aber auch die stärksten Maschinen müssen mal in die Werkstatt. Ventile einstellen, Öl wechseln, der Tatra schluckt Sobos ganze Freizeit und 60 Liter Diesel auf 100 Kilometern. Für Öko-Fans ein Horror, aber darüber kann er nur lachen. Wir können nicht alle über die Wiese rennen und Schmetterlinge sammeln. Was sagt denn Ihre Frau dazu? Ja, oh, ich glaube, sie hat sich damit abgefunden. So wie die Bürger von Seehausen. Endlich ist in dem verschlafenen Städtchen mal was los. Finde ich toll. Finde ich gut, die großen Autos. Und mich würden die nicht stören. Fahr ja selber Auto. Plus einen kleinen. Jo. Mich stört das nicht. Einmalig. Man guckt hin und freut sich oder freut sich auch nicht. Jedenfalls die Tatra-Freaks freuen sich über ihre Monstermotoren mit 19 Liter Hubraum. Fast jeden Monat gibt's ein Rennen und inzwischen sogar deutsche Meisterschaften. Auf der Huckelpiste zählt nicht allein die Größe, sondern vor allem die Technik. Der Fahrer muss jedes Rad einzeln lenken. Feingefühl ist gefragt. Und das muss man trainieren. Jedes Wochenende verbringt Sobo deshalb auf der Sandpiste. In einer Stunde verfährt er dabei 30 Liter. Ein normales Auto kommt damit von Berlin bis nach Bremen. Sobo kommt manchmal gerade noch bis zur Zapfsäule. Ganz voll macht er seinen 800-Liter-Tank zwar selten, aber wenn, dann sind locker 1000 Euro fällig. Oh, das ist schon verdammt teuer, aber es passt schon. Aber das ist mir es wert. Die Jungs vom Tatra Club. Sie geben weiter Gas gegen jeden Ökotrend.